So, hallo ihr Lieben, ich nutze einmal kurz den Moment der Sonne aus, um dieses Intro zu drehen. Und zwar, wie ihr es vielleicht am Titel schon erkannt habt, wird es heute meine Roomtour geben. Das ist ja jetzt schon einige Zeit her, dass ich umgezogen bin. Es hat auch echt aufgrund von Corona ein bisschen gedauert, bis es hier so eingerichtet war, dass man sagen kann, jetzt fühle ich mich auch richtig wohl. Das ist jetzt der Fall, deswegen würde ich auch gar nicht lange rumschnacken und euch meine kleine, aber feine Wohnung zeigen. Natürlich ist es immer noch nicht so dieser absolut finalste Zustand. Ich meine, wann ist eine Wohnung jemals fertig? Vor allem, wenn man Deko so sehr liebt wie ich, dann wird sich das eh alle 2 bis 3 Monate wieder ändern. Aber wie gesagt, ich schnacke jetzt nicht lange rum. Ich fange euch an, meine Räume zu zeigen. Schaue auch, ob ich vorher noch ein Vorher einblenden kann von der Roomtour damals. Sonst verlinke ich euch hier die auf jeden Fall irgendwo im Bildschirm, dass ihr die nochmal anschauen könnt. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und würde sagen, let's go! So, das waren jetzt erstmal ein paar Vorher-Nachher-Impressionen von meinem Flur und im Endeffekt habe ich es genauso gemacht, wie ich es damals im Vlog schon angekündigt hatte. Also ich habe hier meine Kommode hingestellt, da ist eine Pflanze gekommen statt ein Beistelltisch, aber da hatte ich ja gesagt, entweder Beistelltisch oder Pflanze. Und hier habe ich dann meine Garderobe, also ich glaube, viel andere Möglichkeiten hätte es auch nicht gegeben. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, mir fehlt noch sowas wie ein Schlüsselbrett oder so, das überlege ich dann hier hinzupacken. Und dann würde ich sagen, öffnen wir mal direkt die nächste Tür, denn da ist das Bad. So, das war jetzt das Vorher-Nachher vor meinem Badezimmer. Im Endeffekt habe ich auch hier genauso gemacht, wie ich es geplant habe, weil es auch einfach nicht wirklich viel mehr Möglichkeiten gibt. Ich habe jetzt hier hinter meine Kommode gestellt, meinen Wäschekorb und dann habe ich hier noch verschiedene Handtuchhaltermöglichkeiten, genauso wie hier. Hier bin ich noch mal überlegen, ob ich da so ein Unterschränkchen drunter mache, aber das hat auf jeden Fall noch Zeit. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, natürlich, dass kein Tageslichtbad ist. Aber das ist alles quengeln auf hohem Niveau. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon zum letzten Raum. Und zwar der Wohnraum. Also, let's go! I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew. I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get. So, auch das war einmal das Vorher-Nachher von meinem Hauptwohnraum. Und im Endeffekt ist es auch genau hier so umgesetzt worden, wie ich mir das vorher gedacht habe, auch weil es einfach nicht so viele andere Stellmöglichkeiten gibt aufgrund der Größe.
Aber ich gehe jetzt noch einmal ganz kurz im Detail alles durch. Also in dieser Ecke hier habe ich offensichtlich meinen Schrank gedreht. Es würde von der Größe auch noch so passen, dass ich ihn um 90 Grad drehe. Da muss ich nochmal schauen, ob ich das mache. Aber so gefällt mir das auf jeden Fall jetzt erstmal ganz gut. Das Bett habe ich so hingestellt mit Teppich davor plus Nachttischchen. Die Bilder habe ich euch ja schon mal in einem anderen Vlog gezeigt. Und was für mich einfach immer noch den größten Unterschied macht, sind die Vorhänge. Also das war auf jeden Fall eine gute Investition. So, dann noch als Sitzfunktion, aber auch eben als Raumtrenner habe ich meine Couch so mitten in den Raum reingestellt. Das war die, die wir damals in dem Vlog abgeholt haben. Dann ganz normal zwei Couchtische plus Teppich. Und hier hat dann eine von meinen Pflanzen Platz gefunden, die wir letzte Mal bei Dena gekauft haben. Dann hier meine Kommode, die habe ich aus meiner alten Wohnung mitgenommen. Plus halt eben Regal, Fernseher, Kombination. Da meine Wohnung nicht so groß ist, ist hier der Schreibtisch aus meiner letzten Wohnung zu einem Esstisch umfunktioniert worden. Den haben wir am Ende dahin abgeschnitten. War nicht die schlauste Idee, aber es muss zurzeit einfach so funktionieren. Und ja, die Küchenzeile habt ihr damals auch schon gesehen. Mikrowelle, Siebträgermaschine, Kaffeewasserkocher und so weiter ist alles hier am Start. Und das finde ich hier auch super praktisch. Das war vorher von mir als Schuhregal umfunktioniert worden. Das habe ich jetzt als Abstellmöglichkeit für Lebensmittel, Toaster, Löffel und so weiter und so fort in Benutzung. Und das ist echt praktisch, weil man das auch immer einfach eben schnell aus dem Weg schieben kann, wenn man möchte. So ihr Lieben, das war's mit meiner kleinen, aber feinen Roomtour. Ich hoffe, es hat euch ganz viel Spaß gemacht und konnte vielleicht den einen oder anderen Einrichtungstipp noch für euch mitnehmen. Falls ihr noch Tipps habt, wie meine Pflanzen auf ewig überleben werden, schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich bin eine Anfänger-Pflanzenmama. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Das bedeutet uns mega, mega viel. So, das war's jetzt aber wirklich von mir. Ich hoffe, ihr habt noch einen ganz schönen Sonntag. Genießt Pfingsten mit euren Liebsten und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.